hässlich, herzlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator. Und ich habe gerade im Auto geschlafen und werde jetzt mein Auto schnappen. Und ich habe unter dem letzten Video euch abstimmen lassen, ob wir als nächstes in die Geistervilla oder in die Großreichenvilla einbrechen sollen. Und ihr habt gesagt, ihr fändet die Geistervilla sehr geil. Deswegen muss ich mal gucken, irgendwo hier den Berg durch oder so. Ist natürlich jetzt schön dunkel. Okay, wir steigen einfach mal aus. Ich meine, hier oben irgendwo müsste die Geistervilla sein. Wo sind wir zu Hause? Wo sind wir zu Hause? Das ist die große Villa. Hier ist der Fußweg. Da hinten ist sie. Da hinten ist die Geistervilla. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen... Da kommen so ganz böse Phasmophobia-Erinnerungen hoch, wenn ich die Geistervilla sehe. Eieiei. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt irgendwas finden. Gibt es da einen Wachdienst in der Geistervilla? Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Wäre ihm fast in die Arme gelaufen, ey. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Boah, der Blitz. Hallo, Wachen. Hallo, hallo, hallo. Ja, genau. So ist fein. Sehr gut. Hier ist eine Tür, 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 Tür. Und rein da. So. Nicht so viel aus dem Fenster scheinen. $4000 Bild. Hoch gucken wir von oben nach unten. Noch ein $4000 Bild. Hier ist die Tür vernagelt. Oh, ich hab's genommen. Was ist denn das? Auch ein. Sagen wir, alle Bilder kosten hier $4000 oder was? Kann ich hier irgendwie. Nein, nicht du. Ferngucker? Nein. Oh, wo ist mein. Egal. Ach, das ist die Tür. Ah, okay. Oh, bitte. Doch kein Kinderbett. Erikuru wird jetzt schon wieder die Oberkrise kriegen, wenn er so Kinderbett sieht. Das ist nicht sein Ding. Und ja, mal schön so eine Kerze direkt unter der Holzdecke. Herrlich, herrlich. Kann man machen, kann man machen. Schuhe. $7 Vasen. Hey, na, die packen wir doch direkt mal ein. Und eine gruselige Kerze. Ich muss doch irgendwo meine Brechstange haben. Die ist das. Werkzeug. Ja, keine Ahnung. Wir haben keine Brechstange mehr. Na gut. Ist da irgendwas Interessantes noch hier draußen? Glaube nicht. Man kann ja einfach nur übers Dach spazieren. Oh, 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 oh. Oh, shit. Gar nicht gut. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh nein, ein Keller. Ist das dein Ernst? Hier gibt es einen Keller. Oh, Leute, ich hasse Keller. Also zumindest in solchen Häusern. Irgendwie ist es schon auch geil, aber irgendwie ist es halt auch nicht so geil. Aber hier ist gar nichts. Ist nichts, nichts. Müsste es da nicht eigentlich weitergehen?
Keine Ahnung. Oh, sag nur, ich muss jetzt wieder vors Haus laufen, ey. Hier gibt es noch eine Tür, die ist aber auch vernagelt. Oh Mann, das fühlt sich gar nicht gut an. Das fühlt sich gar nicht gut an hier. Komm, Wachmann, geh mal weg. Geh mal weg, ich muss zur Haustür. Ja, so ist fein. Oh, jetzt war ich zu laut. Jawohl, in dem Geisterhaus liegt mal einfach so eine Rolex rum. Klein, leicht und teuer. Und eine Geldbörse mit 1200 Dollar. Jawohl, Gönnung. Gönnung und das Bett mit den Bildern ist das Blöde. Wir können eigentlich immer nur ein Bild auf einmal tragen. Was ist das hier? Ist das ein Einschussloch? Das sind noch Einschusslöcher. Ah. Ich glaube, wir sollten hier ganz schnell wieder weg. Ich will nicht irgendwie, wer weiß, wie hier die Leute ums Leben gekommen sind. Am Ende gehen wir gleich mit hops. Gitarre, ja, komm rein in die Tasche. Wo bist du? Bist du hier? Ach nee, ist ja kein Phasmophobia. Kommen wir in den ganzen Kleinkram mit. Da hinten war nichts. Dann snacken wir uns noch so ein Bild hier. Aber leider kann man nur eins nehmen und das hält man auch noch die ganze Zeit irgendwie dumm in der Sicht rum. Oh, 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 Licht aus. Ich sehe nicht, wo ich langlaufe. Da ist der Wachmann. Okay, schnell wieder hinter. Ach so, da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Wir kommen da auch nicht drüber. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der Wachmann uns freiwillig Platz macht und wir hier rauskommen wieder. Aber ich will nicht ohne so ein dämliches Bild gehen. Das war knapp. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Wir warten jetzt noch einmal, bis er wieder weg ist. Und bis er wiedergekommen ist. Und dann gehen wir hinter ihm sanft und langsam hoffentlich vorbei. Komm schon, dreh dich. Ja. Komm schon, raus, hier, raus, hier, raus, hier, raus, hier, raus, hier. Yes. Yes, wir waren erfolgreich. Der Wachmann hat uns zumindest nicht gekriegt. Aber das bringen wir jetzt schnell ins Auto, verkaufen die Sachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich versuche, in die reichen Villa einzubrechen. Das wird eine ganz andere Hausnummer nochmal. Bis dann. Und da sind wir schon bei der reichen Villa. Villa. Ist das schon das große Finale? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt auf jeden Fall gern meinen Laptop einsetzen. Wie finde ich denn raus, wo der Punkt ist, den ich angreifen muss? Vielleicht doch hiermit? Nee. Fernglas. Da. Und das da. Ich glaube, ich muss erstmal rum die Villa rum irgendwie. Oder doch nicht? Ah, oh mein Gott. Oh yeah, 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 yeah.
Komm schon. Gott. Oh mein Gott, bitte. Sag mir, dass wir das Tor geöffnet haben. Wir haben das Tor geöffnet. Aber jetzt steht der Wachmann genau davor. Hau ab, du Dödel! Ich meinte, sehr geehrter Herr Wachmann, schön, dass Sie Ihren Dienst so gut verrichten. Es würde mich jedoch sehr freuen, wenn Sie jetzt andere Dinge tun würden. So, erstmal hier hinter. Okay, hier sind wir doch erstmal. Hier sind wir erstmal gut versteckt. Hinter der Garage. Ne, irgendwo Kameras? Nichts zu sehen. Warum sind die hier wie eine Treppe aufgestapelt? Hat das einen Grund? Soll man hier aufs Dach gehen? Irgendwie kommt man nicht so richtig aufs Dach. Doch jetzt. Von hier aus kann man sich guten Überblick verschaffen. Oh mein Gott, da ist alles voller Kameras. Da. Da. Die da will ich auch. Ich will sehen, was die macht. Okay. Da runterhüpfen, dann kommen wir zu der Tür nicht. Die ist eh im Kameraschatten. Da hinten die Kamera, die kann ich noch nicht anfokussieren. Okay, aber wir können uns schon mal ein bisschen besser bewegen. Alles klar. Oh, hier ist eine Tür. Wir können die Garage einbrechen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Die große Villa, die große Villa. Mann. Bevor mich der Wachdienst erwischt hier. Oh mein Gott, das Auto. Habt ihr das Auto gesehen? Mach mal besser kein Licht an hier. Hier ist sonst auch nicht viel. Aber das Auto, alter Schwede. Was sind das für eine Karre? Ein Spectre. Ein Spectre. Der ist schon geil. Aber wir können uns jetzt noch nicht ums Auto kümmern. Wir haben erstmal andere Missionen. Okay, wir laufen mal schön ein bisschen am Ende des Grundstücks rüber und hoffen, dass uns keiner sieht. Schön in der Dunkelheit und hoffen, dass hier nicht noch irgendwo eine Kamera ist, die wir nicht erahnen. Da kommen Wachleute. Ist das hier ein großer Pool alles? Ey, ist doch nur da Pool. Das sieht nur so aus, als wäre das alles Pool. Okay, der ist wieder weg. Schau, komm schon, komm schon. Jetzt leise. Ey, der Grundriss kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Der Grundriss kommt mir sehr bekannt vor. Okay, wir können nicht einfach durch das Glasfenster gehen. Wo, 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 wo? Ah, hier können wir rein. Wieso sind diese Türen nie abgesperrt? Ich habe übrigens auch keine Ahnung, selbst wenn wir hier Erfolg haben, wie wir hier jemals wieder rauskommen sollen. Aber das sehen wir gleich. Erst das eine, dann das andere. Okay, die Kommoden sind wie immer wieder leer. Das ist gut. Das Kabel schnippen wir weg. Und das Kabel schnippen wir weg. Und das Kabel schnippen wir weg. Und das da. Ja. Yeah. Disabled. Alarmanlage haben wir schon mal aus. $500 Lampe. $900 Flatscreen. Die Lampe merke ich mir. Die ist schön wertvoll, aber die ist halt auch schwer wahrscheinlich. Und schwer ist bedeutend, gleichbedeutend mit Rucksack voll. Und Rucksack voll ist gleichbedeutend mit weniger andere kleine wertvolle Sachen klauen. Und dann nehme ich doch lieber die kleinen Köstlichkeiten mit.
Hörscharen. Oh, warte, da, da, da. Oh, oh, verdammt, nicht so laut. Nicht so laut. Oh mein Gott, $4000. Und sie geht in die Tasche. Sie geht in die Tasche. Oh, ist das geil. Aber der Grundriss von dem Haus kommt mir echt bekannt vor. Von wegen neue Villa. Ja, Konsole kommt mit. Rucksack ist schon halb voll. Wir sind gerade mal im ersten Raum. Oh, scheiße, es ist Tag geworden. Die sehen mich jetzt besser. Mach hier mal zu. Keiner auf die Idee kommt, hier reinzukommen. Ich habe keine Ahnung, wo die sich aufhalten. Ich brauche dringend Blickkontakt zu einem. Scheiße, wo laufen die rum? Gibt es nie was zu holen. Glaube ich zumindest. Habe ich im Bad schon was Gutes gefunden? Aus einem Handy oder so? Nee. Überlege, ob es sinnvoll ist, dass ich bis zur Dunkelheit hier drin bleibe oder ob ich bei Tageslicht flüchten soll. Weiß es nicht. Ich weiß nicht, was besser ist. Oh, das Gemälde. Ist auch wieder so ein $4000 Gemälde. Läuft der? Ich höre sie doch, ich höre sie doch. Puh, schnell wieder zu hier. Schöne Gitarre. Ich will die Gitarren am liebsten alle mitnehmen, weil ich Gitarren mag, aber die sind nun mal nicht wertvoll genug und dafür sind sie zu schwer und groß. $1400? In die Tasche stecken. Ja, komm. Oh, die war schon groß und schwer. Nee, Kleinkram da. Jetzt läuft da Musik oder was? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ey, dass der die Polizei nicht gerufen hat sofort. Der reiche Geschäftsmann Schnösel. Okay, er hört wieder Musik. Mich jetzt versuchen, hier runter zu schleichen. Da vorne dürfen wir nicht raus wegen der Kamera. Doch, wir haben ja die Alarmanlage abgeschaltet. Oh, da ist Security. Wir haben die Alarmanlage abgeschaltet. Oh, da ist so eine schöne Statue. Wie entdeckt? Wie haben die mich denn entdeckt? Wie, wo, wann, wer?
Bitte, bitte nicht. Nicht finden, nicht finden. Dringend Blickkontakt zu so einem Heini. Ich muss irgendwie die Routine der Bewohner haben. Sonst komme ich hier niemals heil raus. Grammophon in die Tasche. Okay, meine Tasche ist jetzt voll. Noch eine Tür. Oh Gott, hier ist alles voller Leute. Wie soll ich denn hier heile rauskommen? Oh nein, 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 nein. Nein! Verdammt, Leute. Okay, wir sind zumindest schon mal reingekommen, die große Villa. Wenn ihr sehen wollt, dass ich die große finale Villa so richtig, richtig ausräume, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Das war unser erster Versuch. Wir haben die Geistervilla gemacht und wir haben zum ersten Mal den Weg in die Villa reingefunden. Und ich sage dir, wenn, oh, ich sage euch, wenn der mich jetzt nicht erwischt hätte, wäre ich auch rausgekommen. Wir waren quasi schon direkt vor dem Tor. Nächstes Mal schaffen wir es. Versprochen. Bis dann, euer Rüsch83. Ciao.